Hey meine Freunde und willkommen zurück zu einer neuen abenteuerlustigen Folge. Wir wollen uns nochmal ganz schnell die Kupferinsel anschauen. Und dann dort unser erstes großes Lager aufbauen. Irgendwo müssen wir mal anfangen. Also, wir sind hier. Da müssen wir hin. Hier sind Haie. Sollen wir einen Hai jagen gehen? Ah, mein Bauchgefühl sagt mir, das ist keine gute Idee. So. Das ist die rote Insel. Oder? Das ist die rote Insel. Damit die Kupferinsel wohl da sein. Aber hier gibt es auch Kupfer. Kupfer und Ton. Ach, da kriegen wir mehr Ton. Das ist geil. Müssen wir mal überlegen, wie wir das machen. Ob wir dann auf jedem Standort Kupferinsel, da ist sie. Taios, Jaguars, Ameisenbär, Büffel, Harpien. Doraden. Sind doch Fische. Na, wir gucken uns doch ganz schnell die letzte an. Und dann gehen wir auf die große Insel. Warte, was gibt's denn auf der... Kupfer und Ton, Chronik 3. Gibt es Karedo und Dschungel? Katinga. Gibt es keinen Dschungel? Kein Dschungel heißt keine Lianen. Das heißt, wir kriegen da keine Seile. Also müssen wir wohl überlegen, wo wir unsere Insel aufbauen. Guck mal, da dreht sich was, seht ihr das? Was zum Teufel? Zum Teufel dreht sich da. Wir müssen da schnell hin. Ich will mir mal angucken, was sich da so dreht. Windige Insel. Krebse, Doraden, Harpien, Schakale, Schildkröten. Das ist... Und Obsidian. Also Strand und Höhle. Das ist dann hier so die kleinste der Inseln. Die schwächste. Es sind nicht so viele, die uns überfallen. Ja, dann... Arbeiten wir uns zur Kupferinsel vor. Ja, hier wird aber auch nicht viel sein. Massiver Stein. Großer Ast. Großer Ast ist gut. Große Äste. Hier sind viel mehr große Äste. Seestern. Ja! Jetzt können wir Kaviar machen. Oh, und Seeigel. Alles für Kaviar ist da. Was bist du? Muschelschale. Nee, die hatten wir schon. Oder? Muschel. Aber Kaviar haben wir jetzt. Ja, jetzt können wir Kaviar machen.
Nice, ey. Wie schmeckt das? Oh, was? Was soll's? Rein damit! Noch mehr Seestern. Noch eine Portion Kaviar. So, jetzt wollen wir aber erstmal gucken, was es hier so gibt. Hä? 100 Meter. Es gibt Kokospalme und Krabbe. Wer hätte das gedacht? Seestern? Nein. Und es gibt Kaviar hier. So, weiter. Das ist wie ein Schloss, ne? Da ist eine Ruine, da ist ein Baum. Gehen wir vorne oder hinten? Ich glaube, das Spiel möchte, dass wir vorne hingehen. Unsere Kiste ist auch fast voll vom Schiff. Und die ist schon groß. Wir müssen bald mal ein Lager aufschlagen. Ah, ich glaube, die andere Seite wäre besser gewesen. Wir machen Folgendes. Wir machen jetzt noch hier das Erkundungsding. Oh, guck mal, hier ist schon dunkel. Nee, ich komme gar nicht hoch. Nee, dann gehen wir weiter. Voll gut. Da ist der Baum. Den Baum gucken wir uns als erstes an. Und ich glaube, hier könnten wir sogar einen Dock bauen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ah, kann ich mir nicht so gut vorstellen. Bisschen steinig die Küste. Aber hier kann man angeln. Angeln kann man hier. Und hier ist Holz. Was bist du? Massive Steine. Was zum Teufel? 7 Schaden? 7? Das sind noch mehr. Pichu. Alter Schwede. Was bist du? Brennnessel? Wer bitte will denn Brennnessel? Brennnessel erstmal fällen. Das hier habe ich beschlossen, wird mein Lager. Termiten? Ich wollte Termiten. Kein geeignetes Werkzeug, brauche ich eine Schaufel, okay. Wie ich noch keine Schaufel habe, weil ich die noch nie brauchte. Aber hier könnte man, glaube ich, wirklich gut einen ersten Stützpunkt bauen. Oder wie lieber da oben. Ach, ich bin mir noch nicht sicher. Oh, verdammt. Ich brauche ein Seil. Und das... Oh, Bulle? Roter Baum. Okay, hier ist viel Lehm.
bist du? Kanonenkugel. Ach, das ist ein... Das ist ein Baum. Neue Baupläne. Primitiver Webstuhl. Stoff aus Algen. Okay, cool. Cool, 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 cool. Nee, hier bauen wir nicht. Hier kriegen wir gar keine Ressourcen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt bleiben möchte. Hat sich einer am Fisch gelappt. Bist du eine Schildkröte oder greifst du mich auch wieder an? Ich habe ein Seil mitgenommen. War leider nur eins. Hätte das denn auch denken können? Welt das voll. Okay, okay, okay. Okay, egal. Gucken wir mal. Was kannst du? Baupläne. Du kannst, Schwitztrank. Behandlung von Grippe. Triefende Nase und hilft bei Überhitzung. Heilt 4 Krankheitsgrade. What the hell? Aber da brauche ich einen Ananas für. Aber ich glaube, hier gibt es keine Ananas. Kaktusfeige, Kanonenkugel. Kanonenkugel, Kaffee, Ananas. Lol, okay, hier müssen wir auf jeden Fall eine Basis machen. Aber Jesus. Erstmal kämpfen wir uns jetzt hier durch. Ich hab's gehört. Boah, ist das viel schnell. Boah, ist das schnell. Okay, wir müssen ein Lager bauen. Kaffee. Okay, jetzt habe ich ganz viel Zeug. Ich habe Kaffee. Der hält ewig. Essbar. Shimori. Kaffee. Getrockneter Kaffee. 8, dann kann ich hier einen Kaffeesud machen, oder? Pilze. Oh je. Behandelt Ameisensäure. Behandelt alle Formen der Überhitzen. Sonnenstich, starke. Stellt 6 Gesundheit, heilt 1 bis 2 Krankheitsstufen. Brauchst du Termiten und Blätter. Okay. Krass, was hier alles Neues gibt. Okay, wenn wir jetzt hier nicht keine neuen Pläne haben, essen wir die. Oh, die Kanonen-Dings ist krass. Die gibt Futter. Langer Stock. Aber ich habe kein Werkzeug. Also nehmen wir noch einen Stein mit. Okay, weiter. Boah, mit den langen Stöcken kann ich eine Kiste bauen. Ah, das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Tierisches Fett brauche ich jetzt nicht.
Reicht das gerade so? Da ich die Stöcke brauche, wird das nicht reichen. Ich weiß, was der Haut machen kann. Die greife ich jetzt nicht an. Die Büffel. Büffelinis. Was hat der Baum? Langer Stock. Büffelinchen. Läuft. Das hier wird auf jeden Fall mein Lager. Ich lasse die Stöcke mal hier. Lass mich raten. Stöcke. Okay, wir sind durch. Ich bin gespannt, welche Überraschung jetzt kommt. Kakteen. Feige. Okay, also wenn wir eins hier kriegen, dann Steine. Oh nein, 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 nein. Da kommt er. Ich nehme den jetzt mal mit. Oh, ich renne immer in den Kakteen hier rum. Bis ich weiß, wo ich mein Lager aufschlage. Gibt's hier denn einen großen Baum? Da. Oh nein. Getroffen. Aber den nicht. Pressen die sich gegenseitig? Lol. Hat er gerade seinen Gegner... Okay, okay. Ich will's gar nicht wissen. Ich will's gar nicht wissen, Leute. Die fressen sich gegenseitig anscheinend. Lass mal erstmal einen Überblick. Da war der Baum, bei dem war ich doch. Bei dem Baum war ich. Ah, da ist der Baum. Oh je, yeah, so viele Viecher. Die darf ich gleich alle aufschlachten. Ich hab Fieber. Was ist die Überhitzung? Behandelt Ameisensäure. Oh, lol. Okay. Hier sind genug Äste. Brauche ich mir keinen Gedanken machen wegen dem Paar. Oh, Mist. Ich habe kein Seil. Ich habe kein Seil. Hier ist kein Dschungel. Oh. Habe ich doch ein Seil? Stell keine Fragen, Toshi. Genieß es.
Oh oh. Nicht dein Ernst. Alter, ich hab das überlebt. Ich sag's, wie es ist. Ich hab damit nicht gerechnet. Weder, dass ich runterfallen kann, noch, dass ich das überlebe. Okay, also da sind Tetschu. Oh mein Gott, da sind auch noch Jaguar. Da unten ist Ananas und Drachenfrucht. Bett aus Blättern. Da ist großer Ast. Großer Ast. Die habe ich alle getötet. Und hier sind lange Stöcke. Habe ich auch getötet. Da legen wir gerade an. Eigentlich schon cool, wenn wir hier das Lager machen. Ich guck mir mal an, hinter uns, wo hier, ich guck mal, wo die hier das Lager hinter uns gemacht haben. Vielleicht können wir das übernehmen, das Lager. Okay, da ist keins. Wird das wahrscheinlich da sein. Warte mal. Und noch einer. Oh, Jesus. Was ist mit dem Lager hier? Könnte man auch hier voll übernehmen. Wie zentral sind wir? Ziemlich zentral. Geht hier runter? Ja, Jesus, das hier bleiben wir. Geberwerkstatt. Ach, gut. Eutertrockner ist auch schon da. Stumpf, den müssen wir abreißen. Das alte Verbrandzeug müssen wir wegreißen. So, und wo ist das Bett? Oh, Schneider. Perfekt. Schreiner ist auch schon hier. Und das primitive Bett über einem Zelt. Ah, ich habe nichts zu Dings zu trinken mitgenommen. Egal. Das könnte man wegmachen. Das läuft. C-Boards. Okay, da sind sogar Blätter. Wenn ich den Schrott hier wegmache, dann könnte das ein richtig guter Ort werden. Oh, ich bin verdurstet. Alles geheilt. So, was haben wir herausgefunden? Dauer von Schnellreisen. Verkürzte Reparaturdauer gilt bei der Schiffreparatur. So, Leute, nice. Ey, wie gefällt euch unser neues Zuhause? Ist ja schon fast alles. Ah ja, wir müssen ein bisschen hier aufräumen. Dann läuft das. Kein Grund zur Sorge. Eine Werkbank haben wir auch schon. Es sollte hier wohl mal ein Ofen werden. Alte Fässer.
Stumpf. Bleib da. Das ist der nächste Baum. Hier bleiben wir. Das wird unser Lager, Freunde. So. Machen wir unser Lager mal sauber. Ich glaube, hier mache ich das Lager rein. Ist das dann... Ich guck mal, ist das dann überdacht? Wo sind denn die Kisten? Oh nee. Hier drin geht nicht. Okay. Da drin gehen keine Kisten. Irgendwo muss ich jetzt erstmal eine Kiste hinsetzen. Hier baue ich später ein kleines Haus rein. Machen wir die Kiste da rein. Geht das? Kriegt Regen ab. Ah. Da geht leider nicht. Bitte. Schutz vor Sonne und Schädlingen. Bei Wind und Regen. Da drin ginge. Weiß ich noch nicht. Hier können wir lang, dann machen wir hier erstmal die Kisten. Wir können die ja später bewegen. So. Theoretisch alles rein. Den Rest lassen wir mal da drin. So. Hier, krass, hier haben wir die ganzen Arbeitsstätten und alles. Gefällt mir richtig gut. Leute, das wird auf jeden Fall unser Lager. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir hier Wasser herkriegen. Wo kriegen wir Wasser her? Ich glaube, Wasser würde hier nicht leicht werden. Drachenfrucht. Eins. Hab sie. Okay. Ich nehme die mal. Vielleicht haben die ja Wasser. Kann von Kakteen gesammelt werden. Kaktusstück. Kann ich nichts damit machen? What's up? Okay. Hier haben wir Stein. Auch gut. Aber hier ist doch irgendwo Kaktusfrucht. Drachenfrucht hinter uns. Das reicht für eine Übernachtung. Also Freunde, gerne wieder einschalten, wenn ihr sehen wollt, wie wir unser Lager hier aufbauen. Also als Base ist das schon mal cool. Das passt mir ganz gut. Ach, da oben ist noch mehr. Krass. Also hier ist einiges noch zu entdecken, aber das machen wir in der nächsten Folge. Also gerne wieder einschalten und bis dann. Euer Toshi. Ciao.